Liberale, Libertäre und Naturrechtler propagieren gern mal für Redefreiheit ohne Einschränkungen. Naturrechtler deswegen, weil es bei Dingen, die gesagt werden, keine Konflikte um materiell knappe Güter gibt und deswegen jedes Redeverbot rechtswidrig ist. Es wird kein fremder Körper und kein fremdes Eigentum verletzt. Also ist dieses Thema kein Thema, das eine Rechtsfrage darstellt. Auch die Argumente der Liberalen und Libertären sind ähnlich und ähnlich zwingend. Das heißt, eine rationale Gegenposition kann nicht eingenommen werden. Jene, die sich also schützend vor den Verhetzungsparagraphen stellen, vor den Beleidigungsparagraphen, eben alle staatlich erfundenen Redeverbote, jene, die den Unfug von wegen jede Rede bedeutet auch Verantwortung, nachplappern, die vergessen dabei, dass es sich um eine Sache handelt, bei der der Staat gewalttätig wird. Das heißt, Menschen mit Gewalt unter die jeweiligen Redeverbote unterwirft und da hört eben der Spaß auf. Ab da ist blödsinniges Blablabla nicht mehr akzeptabel. Natürlich existiert Verhetzung mitsamt seinen negativen Auswirkungen. Natürlich sind Beleidigungen nicht gut, ist üble Nachrede nicht gut und auch Geschichtsverfälschung ist verwerflich. Aber nichts davon rechtfertigt es, dass man deswegen gewalttätig wird. Und wenn es keine Rechtfertigung für diese Gewalttätigkeit gibt, dann ist auch der Umweg über ein Gesetz nur eine Scheinlösung. Eine Mehrheit hat beschlossen, dass bestimmte Formen von Rede verboten sein sollen. Kein einziger dieser Mehrheit hat das Recht, aufgrund von Worten gewalttätig zu werden. Egal, wie viele dieser Leute sich zusammentun, 5 Millionen oder auch 50 Millionen mal nicht das Recht, gewalttätig zu werden, ergibt nicht das Recht, gewalttätig zu werden. Die Mehrheit hat nicht zu bestimmen, was Recht ist. Deswegen jetzt noch schnell der Verweis auf jene Redeverbotsbefürworter, die jetzt widersprechen, indem sie auf die geltende Rechtslage, genauer Gesetzeslage, verweisen und dass hier die Verfassung bestimmt, was gesprochen werden darf, dass die Gesetze bestimmen, was gesprochen werden darf und was nicht. Das sind Leute, die nichts anderes tun, als darauf hinzuweisen, dass sie diejenigen mit den bewaffneten und gewaltbereiten Truppen auf ihrer Seite sind. Es sollte jedem klar sein, dass der Hinweis darauf, auf wessen Seite sich die Waffen befinden, kein Argument darstellt. Die Befürworter von Redeverboten haben also keine Argumente, die so weit gehen, dass es Gewalt rechtfertigen würde. Soweit, dass Verhetzung schlecht ist, Beleidigung, da ist man sich ja eh schon einig. Nur bei dem Punkt, wo die Befürworter dieser Verbote dann zu Gewalt gegen diesen Schlechtsprech aufrufen, wie gesagt, da ist der Punkt erreicht, wo derjenige, der zu Gewalt aufruft, derjenige wird, der den Pfad des Rechts verlässt. Und dass sich der Staat in diesem Fall auf die Seite der rechtswidrig gewaltbereiten Zensoren befindet, ist nur ein Beleg dafür, wie verkommen und abseits des Rechts der Staat ist. Nur, niemand betrachtet sich gern als rechtswidrigen Gewalttäter. Was macht nun also einer, wenn er argumentativ eindeutig unterliegt? Er muss auf miese Tricks zurückgreifen und damit sind wir bei der Nazikeule. Wir sind also in der Situation, dass der Befürworter von Redeverboten argumentativ nichts mehr bringen kann. In so einem Fall kommt dann die Ablenkung. Als erster Schritt die vermeintliche Frage, ob es denn dann auch also erlaubt sein soll, den Holocaust zu leugnen. Vermeintliche Frage deswegen, weil jeder die Antwort kennt und der Fragende nicht wirklich die Antwort wissen will. Er hat etwas anderes im Sinn. Wenn man darauf dann konsequent antwortet, kann ein geschickter Rhetoriker vom eigentlichen Thema der Redefreiheit ablenken und in dem Moment, wo es jemand wagt, dann auf diese Frage mit Ja zu antworten, ist das Thema plötzlich ein anderes. Also nochmal, der Zensurbefürworter, der hätte ja auch fragen können, ob man also auch die Magdeburgisierung von Magdeburg leugnen dürfen soll. Aber nein. Er fragt gezielt nach der Holocaustleugnung. Wenn man
Nun also die Falle erkennt, ist der Rest einfach. Die Diskussion ist zu Ende. Das Gegenüber hat verloren, da es die Sachebene, die argumentative Ebene verlassen hat und es mit einem Ablenkungstrick versucht. Das ist genauso wie mit einem anderen miesen Trick. In einem Disput kommt ein persönlicher Angriff. Die Diskussion ist zu Ende und der Gegner hat verloren. Ablenkung vom Thema, um mehr oder weniger unterschwellig die zu unterstellen, man würde mit seiner Argumentation irgendwie Nazisympathien bezeugen. Naja, das ist eh nichts anderes als ein Angriff auf die Person und dementsprechend Diskussion zu Ende, Gegner hat verloren. Und übrigens, nicht jeder Verweis auf die Nazis ist unzulässig. Wenn es um das Thema geht, lässt sich das ja schlichtweg nicht vermeiden. Nur wenn das Thema unnötigerweise in eine andere Materie reingezogen wird, dann ist es wahrscheinlich ein Versuch, den Diskurs zu sabotieren, eine unfaire Nazikeule. Und dann erübrigt sich jede weitere Diskussion, denn der Gewinner steht fest. Danke.